Easy für uns, Alter. Easy für uns. Den ziehen wir locker hinter uns her. Lass uns hier durch nichts aufhalten. Einfach. Das ist unglaublich. Das macht auch mega Spaß dann. Wisst ihr, jetzt können wir auch ein paar Missionen machen mit dem Ding, weil der einfach liefert. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Folge 50. Hier war alles da stehen geblieben. Hier geht's auch direkt weiter im Pacific P16, den wir hier auf Drummond Island gefunden haben. Ui. Wir fahren jetzt rüber nach Island Lake. Also, Kurvenradius, ne? Ist bei so einem Truck natürlich nicht vorhanden. Er schiebt einfach mehr nach vorne als alles andere, ne? Das, boah. Tunnel. Der wunderschönen Straße, die wir in Ordnung gebracht haben. Hoffen wir mal, die Straße hat nichts dagegen. Das, was ich noch problematisch sehe an diesem Truck, ist der fehlende und vermutlich auch leider nicht einbaubare Allradantrieb. Der muss doch aber Allrad, also ganz ehrlich, das müssen wir noch einbauen können. Bei der Beschreibung vom Truck steht halt noch nicht verfügbar. Kann halt sein, dass der standardmäßig nicht drin ist, aber wir den einbauen können. Aber ich will jetzt halt auch nicht zur Werkstatt, weil dann sind wir wieder in der Smithville-Talsperre und bis wir dann wieder da sind, wo wir eigentlich hin wollten, das ist dann auch wieder blöd. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir fahren jetzt so lange, bis es gut geht, und wenn wir sehen, Scheiße, bringt gar nichts, dann müssen wir den halt wirklich weggeben. Wir dürfen auch demnächst beim Tunnel ankommen. Auf normaler Strecke 6,6 Liter, ist echt okay, im vierten Gang. Mit 300 Liter Fassungsvermögen. Das ist echt stark. Klar, wenn es jetzt hier bergauf geht und so. Ja, 10 Liter auf meinen Nacken. Jetzt können wir nochmal testen, wie er mit sowas hier umgeht. Das ist ja immer so die große Schwäche von den meisten Trucks. Auch er hat ein bisschen zu kämpfen. Ach, gar nicht, Alter. Im Lastgang. Da geht er ja hier butterweich durch. Wenn das so ist, dann ich weiß nicht, was der Hochgang immer noch sein soll, aber hier ist es, Freunde, der Tunnel. Wir haben noch super viel Sprit übrig. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Wir gehen nach Island Lake. Was wir machen wollen. Missionen, Freunde. Das ist klar. Und zwar solche Missionen. Trucks aus dem Dreck zu ziehen. Damit wir unsere Zwecke missbrauchen können. Spaß. Hab ich schon ganz richtig gesagt. Genau sowas hier zu machen. Relativ weit weg, leider. Ist ja auch sehr groß.
glaube, diese Mission hier gab es doch mindestens drei, oder? Ja, hier auch rostiges Erbe, oder? Ach, oh, der Mist. Rostiges, nee, hier ist Jäger. Wo ist denn rostiges Erbe? Da ist auch Erbe. Genau, hier. Siehst du, da steht auch was. Ist näher dran? Auch nicht. Mist. Hier gibt's auf jeden Fall. Und hier nochmal, ganz hinten, aber da gibt's diesen richtig krassen Truck, Alter. Also drei Stück. Ich glaube, den würde ich nicht verkaufen, aber diese beiden da, diese Autos, die brauchen wir echt nicht. Machen wir erstmal das hier. Irgendwo hier müsste auch noch ein Tanks. Also ansonsten ziehen wir den halt mit. Fahren an einem vorbei. Da zum Beispiel ist einer. Und hier auch dahin. Ja. Das ist gut. Fall. Noch nicht. Dafür ist unser Tank noch echt ein bisschen voll. Aber wird wirklich mal Zeit. Da wäre sogar Tank. Schauen wir erstmal, wie viel Tank wir hier noch haben. Wenn wir weniger als ja, 150 haben, dann werden wir auf jeden Fall mal da vorbeifahren und tanken. Aber ich glaube nicht, dass wir so viel verbrauchen, gerade nicht auf so einer Straße hier. Ne? Also. Ansonsten suchen wir uns da auf dem Weg. Da waren ja auch noch gar. Also hier sind wirklich ganz viele. Ich frage mich wirklich, ob die sich wieder aufladen oder nicht, weil wenn die sich nicht wieder aufladen, wird diese Map irgendwann zum Problem. Aus dem Grund, dass wir halt dann keine Möglichkeit mehr haben, auf dieser Map aufzutanken, weil es gibt keine Werkstatt, keine Tankstelle, nichts. Nur diese Tankauflieger und ja, wenn die leer sind, sind sie leer, ne? Es würde ja ewig dauern, hier immer mit so einem Tankding hinzufahren und alle nacheinander wieder aufzufüllen. Wäre auch ein bisschen, naja, ich sag mal, nicht so schön. Aber der Truck ist auf jeden Fall stark genug, um alles Mögliche rauszuziehen. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist natürlich der Verbrauch. Natürlich das Terrain. Auch dieser LKW ist nicht unbesiegbar. Kein LKW ist unbesiegbar, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Schöne ist, wir kommen super voran hier. Diese Straße ist ja auch gut ausgebaut. Zumindest für den Truck reicht es, gar keine Probleme. Echt, der ist geil, ey. Ohne Scheiß, der ist so geil. Wir haben noch einiges zu fahren, aber wir haben bisher echt wenig verbraucht. Also, dann schaut euch mal an, wie viel wir da noch haben. Also, den Tank brauchen wir, glaube ich, eher nicht mitnehmen. Jetzt werden hier Missionchen gemacht. Wir sind schon da. So, guck mal, 250 Liter noch. Haha. Mal 50 Liter verbraucht hier, ey. Oh, jetzt wird hier die Aufgabe erledigt. Wer hier einfach durchfährt,
den einfach nichts juckt. Ne? Es ist halt, wenn ich mir überlege, was für Probleme hier andere Trucks zum Teil haben und gehabt hätten und immer noch haben, und der hier einfach so la 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 la, ach, ein bisschen Wasser hier, ja, guck mal hier, gib's mir doch mal her, guck mal. Boah. So. Er muss mit. Hast du von Jim gehört, den Farmer aus der Gegend? Letzte Woche ist er bei der Jagd mit seinem Truck im Sumpf stecken geblieben. Alleine kriegen wir das Ding nicht raus. Vielleicht könntest du es mal versuchen. Selbstverständlich, Freunde. Lieferung zum Jägerparkplatz. Wo ist das Ding? Da hinten. Die Jäger und der Truck. Genau, da ist das Ding. Perfekto. Und dann noch gut. Müssen wir langsam mal ein bisschen managen, wo der nächste Tankerflieger ist und die nächste Mission und so, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. So, jetzt schauen wir doch mal, wie wir das Ganze machen. Wir werden mal rückwärts da ein bisschen reinfahren. Nur so viel, wie unbedingt möglich sein muss. Der hat eine Winde, aber natürlich wird die nicht reichen bis dahin, ne? Nee, da müssen wir ein bisschen rein auf jeden Fall. Leider habe ich keinen Lastengang rückwärts. Aber das reicht ja, glaube ich, auch schon. Der ist stecken geblieben und hat auch noch einen leeren Tank. Na super. Macht doch eigentlich keinen Sinn, wenn er gefahren ist mit dem Ding und dann hat er auch noch einen leeren Tank. Nehmen wir den mal ein bisschen heran. So. Schön. Das ist ja zum Glück auch gar nicht so weit. Die Missionen gehen relativ schnell, wenn man das passende Werkzeug hat. Ja, gut. Easy für uns, Alter. Easy für uns. Den ziehen wir locker hinter uns her. Lass uns hier durch nichts aufhalten. Einfach. Das ist unglaublich. Das macht auch mega Spaß dann. Wisst ihr, jetzt können wir auch ein paar Missionen machen mit dem Ding, weil der einfach liefert. Der, Junge, wie schlecht ist der denn, Alter? Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Oh. Vorne gucken sollte man dann aber trotzdem. Weil der ist auch so robust, Alter. Bis der auch mal down ist. So, den Scout 800 abliefern. Gar kein Ding, Alter. Machen wir doch mit links. Da wird überhaupt nicht diskutiert. So, dann müssen wir mal gucken, ob es sich lohnt, dann nochmal zurückzufahren zu dem Container oder ob auf dem Weg zur nächsten Mission irgendwo noch einer rumsteht. Wir machen jetzt erstmal hier diese ganzen Trucks. Hey, ich wollte ihm jetzt eigentlich auch nicht einen kompletten Schrotthaufen hier zurückgeben. Aber er kann froh sein. Ey. Er kann froh sein, dass er überhaupt was zurückkriegt hier. Ey, da haben wir eine fiese Beule jetzt im Dach. War ich nicht. Da ist irgendwas vom Himmel raufgefallen. So ein überfetter Vogel oder so. Schön. Die Vorstellung ist sehr toll. Vogel, der so fett geworden ist, dass er nicht mehr fliegen konnte und einfach vom Himmel auf dieses Auto raufgeflogen ist, oder? Zu schön, sich sowas auszumalen. Das ist einfach toll. Ach, guck mal, da ist es ja. Mensch! Wie schön!
Oh, guck mal. Ohne dich hätten wir den ganzen Tag versucht, das verdammte Ding aus dem Sumpf zu ziehen. Vielen Dank, Kumpel. Ach moin, der Wagen ist weg. Wir kriegen nicht mal die Karre, Alter. Oh Junge, das geht mir jetzt auf den Sack hier. Jetzt mache ich alles umsonst. Ich will auch hier Trucks besorgen, damit ich die verkaufen kann. Tanken brauche erstmal wirklich nicht. Guck mal, die Mission habe ich offenbar auch irgendwie schon gestartet. Das ist ja super. Na komm, ja. Ach, brauchen wir nicht. Geht zur nächsten. Na schade, dann kriegen wir die leider auch alle gar nicht immer. Ist ja doof. Dann kriegen wir auch gar nicht so viele Trucks, wie man denkt. Ne? Dann ist es mit dem Geld wirklich so eine Scheiße eigentlich. Fällt mir gerade gar nicht so gut. Muss man sagen. Man sieht es ja auch. Ah, wow. Man sieht es ja auch eigentlich schon an der Mission. In der Belohnung muss ja das Fahrzeug drinstehen. Wir machen es jetzt einfach trotzdem auch, um Mission zu machen, um weiterzukommen. Ist ja auch okay so. Ja, ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt. Schade. Ah, so ab 100 Liter sollte man schon langsam aufpassen, ne? Wenn nicht doch irgendwo in der Nähe ein Tank steht. Da hinten ist das. Boah, Junge, das ist ja hier auch ein endgeiler Truck. Aua. So. Komm mal. Ich glaube, wir haben sogar noch unseren allerersten Truck. Den können wir eigentlich auch rausschmeißen. Weil der hat ja auch kein Allrad. Man könnte zwar jetzt einen einbauen, dann wäre der bestimmt auch gar nicht so scheiße. Aber glaube ich aber nicht. Jetzt haben wir auch dieses Ding, wenn wir uns den Pacific dann auch noch holen, also irgendwann ist dann auch einfach mal, dann haben wir einfach mal schon ein bisschen bessere Fahrzeuge als diese Startdinger. Es ist zwar in Ordnung, ein bisschen Schaden, aber irgendwann summiert sich das und dann wird es kritisch, ne? Also wir müssen wirklich dann mal ein bisschen managen. Dann müssen wir doch Safe 4 hin wieder zurückbringen, ne? Das ist natürlich location-mäßig, was Sprit und so angeht, jetzt nicht so geil. Nachdem, wie viel übrig ist, müssen wir dann nochmal entscheiden. So, jetzt wollen wir gleich wieder vorbei. Vielleicht schaffen wir es noch bis zum Fahrzeug, das wäre cool. Dann können wir nämlich nächstes Mal direkt starten, aber ich glaube nicht. Naja, ist auch viel zu weit, Alter. Also vom reinen Weg her ist die Map relativ einfach. Dafür ist sie aber sehr groß. Hat keine Werkstatt und auch keine richtige Tankstelle. Das erschwert es natürlich ein bisschen. Der Truck schluckt auch sehr gerne Benzin. Und da geht der Sprachassistent. Zum zweiten Mal an. Nice. Und da steht er auch schon. Okay, gut. Haben wir sogar noch geschafft.
glaube, da hinten ist es näher dran am Weg. Dann machen wir es so wie vorhin auch schon. Hm. Wir haben ja, ja schon wieder. Das gibt es gar nicht. Hier steht selbstverständlich kein Tankkanister. Der wäre mir ein bisschen sicherer, wenn er jetzt hier einer wäre. Aber natürlich nicht. Wir machen das jetzt hier aber noch. Ja, man kriegt natürlich auch nicht das Fahrzeug. Auch schade. Naja, den haben wir ja schon zweimal eigentlich gehabt. Hi, ich bin Ted. Ich habe eine Reparaturwerkstatt. Folgendes, mein Kumpel hat einen verlassenen Truck. Für eine Bergung habe ich weder Zeit noch die Mittel. Vielleicht könntest du mir helfen. Mach mal in der nächsten Folge, Freunde. Da geht es an dieser Stelle weiter. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.